Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ages of Time und zwar zu einer Folge Work in Progress. Ich wollte euch ja noch mal ein bisschen zeigen, wie das hier aussieht und ich wollte euch natürlich auch noch ein bisschen was dazu sagen. So, das Ganze heißt Ages of Time. Ages of Time heißt, es werden verschiedene Zeitalter in dem Modpack sein. So, die Zeitalter werden quasi das sieht ja hübsch aus unten. Die Zeitalter, es werden 4 oder 5 werden wahrscheinlich. Und ihr werdet in jedem Zeitalter nur bis zu einem gewissen Bereich eure Mods verwenden können. Ob die Mods dann schon drin sind oder nicht, das muss ich sehen, wie das technisch sich am besten lösen lässt. Der erste Punkt ist, ihr werdet am Anfang zum Beispiel Tinkers Construct haben im ersten Zeitalter, im zweiten Zeitalter. Das wird so ein bisschen Steampunk und Magie angehaucht sein. Das dritte Zeitalter wird dann schon so Industrialisierung sein. Im vierten Zeitalter wird es dann schon deutlich industrieller und moderner zugehen. Und im fünften Zeitalter wird es dann quasi zu den Sternen gehen. Wobei hier Sterne auch heißt, dass man dann hier auf der Welt ein bisschen im Insane gehen kann. Was verschiedene Mods anbelangt. Okay. Wie man von einem Zeitalter zum nächsten kommt, da haben wir uns ein paar Sachen dazu überlegt und nachgedacht. Eine Sache wird sein, ihr müsst gewisse Bedingungen erfüllen. Und das wird nicht unbedingt questmäßig irgendwelche Bedingungen sein, nein. Es wird eher etwas sein, was wir und ihr gemeinsam bauen müsst. Vielleicht wird es auch ein paar Quests geben, die erledigt werden müssen, aber ich weiß, wenn ich euch die Aufgabe gebe, sammelt 1 Million Cobblestone, dann ist es in 5 Minuten erledigt. Das ist keine Aufgabe. Das ist nicht einmal eine Herausforderung für euch, das ist mir schon klar. Wie gesagt, da wird es um andere Ziele auch gehen und für diese Ziele wird es nicht unbedingt eine Quest geben, sondern da wird es ein, nennen wir es mal Gremium geben. Das schaut, ob dieses Ziel erfüllt ist. Eine Möglichkeit, die wir uns überlegt haben, ist, baut eine schöne Stadt zusammen. Dass das einer allein nicht unbedingt machen kann, ist eine Geschichte. Ja klar, aber dafür sind wir hier ja auch im Server. Bezüglich des Servers, es wird mehrere geben. Klingt jetzt erstmal komisch, ist aber so. Und zwar wird es so sein, dass wir die Leute ein bisschen aufteilen wollen auf verschiedene Server, also überlegt euch vorher vielleicht schon mal ein bisschen, mit wem ihr zusammenzocken wollt. Das wird eure Entscheidung, auf welchem Server ihr dann schlussendlich dann landen wollt, beeinflussen. Ihr solltet auf demselben Server spielen, weil sonst habt ihr ein bisschen Probleme. Ihr könnt jederzeit jeden anderen besuchen, das ist soweit erstmal kein Problem. Aber es wird nicht ganz so einfach sein, dort mitzuarbeiten, Gegenstände von A nach B zu bringen. Das wird alles mit gewissen Einschränkungen verbunden sein. Wird aber alles machbar sein. Also locker bleiben. Alles gut. Was ich mir dann auch noch überlegt habe, ist, um nochmal bei den Mods zu bleiben, die speziell für dieses Modpack entwickelt worden sind. Da gibt es nämlich noch 2 Stück. Eigentlich sind es 4, aber von 2 fehlt mir noch was. Eines davon wird der Mod Random Restockable Crate sein. Und zwar wird in allen Gebäuden, die Dinger wird es nicht baubar geben, ja, nicht vergessen. In allen Gebäuden, wo irgendwo Kisten stehen, die hier so automatisch spawnen, ja, wird es keine normalen Chests geben, sondern diese hier geben. Warum wird es die geben? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn jemand das Gebäude betreten hat, die Kiste ausgeräumt hat und gegangen ist und der nächste kommt und dann in die Kiste geht und die Kiste ist leer, dann ist er erstmal sehr enttäuscht. Okay, kann ich verstehen. Weil er hat ja auch gerade das Gebäude gefunden und möchte ja ganz gerne auch belohnt werden. Okay, für diesen Belohnungseffekt habe ich mir einen Mod genommen. Der nennt sich Random Restockable Crates. Dann habe ich an dem Ding ziemlich viel noch rumprogrammiert. Und dann hat mir noch Nedelosk jetzt nochmal beim letzten Update geholfen und da nochmal drüber geschaut und noch ein paar Sachen. Dieses Flackern ist gerade ein wenig sehr komisch. Aber ich habe da Optifine im Verdacht. Hat Nedelosk mir dann nochmal geholfen, den Mod auf die nächste Minecraft-Version zu bringen. Danke übrigens nochmal an dieser Stelle von mir an ihn. Was macht denn dieser Mod? Dieser Mod macht folgendes. Wir gehen hin, finden unseren Loot
und nehmen uns den Loot einfach mal mit. Moment, ich muss hier mal mein Inventar. Ich lese mal komplett, ist ja egal. So. Und nehmen das dann alles raus, was da drin ist. Ich kann das so machen. So. Und nach einigen Minuten schließt sich diese Crate wieder. Und der nächste, der kommt, kann sie wieder looten. Hat auch einen anderen Loot drin. Mhm. Das fand ich jetzt zum Beispiel für mich persönlich sehr wichtig. Weil, wenn ich schon mal was Tolles finde und dann da drin auch noch eine Kiste finde, möchte ich doch eigentlich auch schon ganz gerne in der Kiste was haben. Natürlich ist es so, dass man dann hergehen könnte und könnte hier diverse Methoden versuchen zu verwenden, um hier ordentlich Loot rauszuschlagen. Es kommt bisher auch relativ viel Loot raus, das muss ich ganz klar sagen. Aber da werden die Zeiten schon so eingestellt sein, dass nicht jeder alle 5 Minuten die Loot-Chest sich holen kann, sondern dass er dann halt am nächsten Minecraft-Tag oder irgendwas die Loot-Chest erst wieder befüllt wird. Auch über diese Dinge werden wir intern noch diskutieren in den Beta-Testern. Ihr könnt natürlich auch gerne mal mit uns versuchen, in den Kommentaren zu diskutieren. Genau. So, irgendwann füllt sich die wieder, beziehungsweise schließt sich. Das sieht man dann, wenn der Deckel drauf ist und dann passt die Geschichte. So, und dann zu den weiteren Mods, die extra für dieses Modpack entwickelt worden sind. An dieser Stelle danke an dich, Jojo. Jojo hat nämlich einen ganz tollen Mod erfunden, programmiert, wie auch immer. Der nennt sich Vials. Mhm. Vials ist ein Mod, der unterschiedlich große Flüssigkeitsbehälter hat. So, und wenn ihr euch jetzt mal die anschaut, hier haben wir 16 Millibuckets, dann haben wir hier einen 144 Millibuckets, einen 288 Millibuckets, einen 432 Millibuckets, einen 576 Millibuckets und einen 1296 Millibuckets. Vielleicht kommen euch die Zahlen bekannt vor in Zusammenhang mit Tinker's Construct. Das hier ist genau die Menge eines Barrens. Das ist die Menge von 2 Barren. Das hier ist die Menge von 3. Dann haben wir hier noch 4 und dann haben wir hier noch 9. Das heißt, wenn das Gefäß hier voll ist, könnt ihr mit dem Inhalt direkt einen Block gießen. Und das ist eine ganz coole Geschichte. Müssen wir noch ein bisschen austesten, klar. Aber ich habe schon gesehen, andere Modpacks haben das dann auch schon bei sich drin. Finde ich echt extrem cool. Danke nochmal an dieser Stelle an den guten Jojo von den Mighty Pirates. Dann wird es von CD4017BE. Der hat zugesagt, dass er seine 3 Mods, also seinen Core-Mod und seine 2 Mod Redstone... Inductive Redstone, Inductive Automation. Mir fallen die Namen jedes Mal nicht ein, aber wir müssen uns damit noch beschäftigen. Klar, kriegen wir noch. Da wollte er quasi Updates dafür machen. Finde ich cool. Herzlichen Dank dafür. Ja, und außerdem stehen wir noch mit dem einen oder anderen Mod-Entwickler noch ganz gut in Kontakt. Da haben wir also auch nicht unbedingt die Probleme, da großartig an Sachen ranzukommen. Die meisten Mods, die wir hier verwenden, sind nicht Closed Source, sondern Open Source. Das heißt, wenn wir Bugs finden und auch die Fehler dazu finden, können wir die zur Not auch selber anpassen. Finde ich auch ganz witzig und praktisch. So, das dauert mir jetzt hier ehrlich gesagt zu lange. So lange will ich jetzt nicht warten. Ich weiß gar nicht, was eingestellt ist. Normalerweise sind es ein paar Minuten, aber... Also, für das Testen sind es ein paar Minuten. Ist noch leer. Ja, gut. So. Dann gehen wir mal weiter. Irgendwas rauscht hier, oder? So. Fliegen wir einfach mal noch ein Stückchen weiter. Schauen uns hier nochmal ein bisschen die majestätische Landschaft an. Das ist an vielen Stellen so geil geworden. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich bin total begeistert davon. Aber es macht nichts. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr so davon haltet. Ja, wie gesagt, das Ganze wird unterteilt werden auf mehrere Server in mehrere Zeitalter. Für jeden Fortschritt von einem Zeitalter zum nächsten wird es entsprechende Voraussetzungen geben, die erfüllt sein müssen. Erst dann wird das Zeitalter freigeschaltet. Das wird in etwa, ich sag mal 4 bis 8 Wochen zwischen den einzelnen Zeitaltern sein. Wenn wir länger brauchen, dauert es länger. Wenn wir kürzer brauchen, dauert es kürzer. Ist okay. Und wie gesagt, in jedem Zeitalter kommen dann irgendwie Mods dazu. Oder es werden Rezepte freigeschaltet. Was auch immer. Wie wir das machen, technisch, müssen wir echt noch sehen. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen 100%igen Clou.
Wie wir das dann machen, ich habe verschiedene Methoden ausprobiert. Welche die praktikabelsten sind, werde ich dann noch sehen, wenn wir es implementieren. Aber jetzt müssen wir erstmal das Zusammenspiel der ganzen Mods testen, ob hier irgendwo große, größere, grobe Bugs oder was auch immer drin sind. Werden wir uns auf jeden Fall noch angucken. So, wenn ich hier noch ein bisschen rumfliege. Ja, Server wird es geben, das ist klar. Es werden mehrere sein. Es wird sich so anfühlen, wie wenn ihr theoretisch alle auf einem demselben Server spielt. Es wird einen kombinierten Chat geben zwischen allen Servern. Das sieht man jetzt alles bei mir nicht, weil ich habe hier natürlich nur einen Server, klar. Aber auf der Zielplattform werden es dann mehrere sein. Ach, davon haben wir zum Beispiel so ein Gebäude. Da macht zum Beispiel eine Random Restockable Crate, macht dann definitiv Sinn. Zumindest wenn eine Kiste drin ist. Schauen wir mal ganz kurz rein. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Hallo? Machen wir mal ein bisschen Licht. Ja, sehr schön. Nein, da hätte es keine Random Restockable Crate gegeben. Denn hier gab es gar keine Kiste. So. Schauen wir mal ein bisschen in die Richtung. Vielleicht finden wir da noch ein Gebäude. Ja, Server wird es geben. Das wird Minecraft 1.11.2 sein. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal auf die nächste Version upgraden muss. Denn die ursprüngliche Entwicklung fand mal statt mit 1.8.9, die ersten Tests. Dann wurde es 1.9.4, 1.10.2. Jetzt sind wir bei der 1.11.2. Ich glaube, ich werde es hier nicht mehr großartig mit Mods hin und her spielen. Ich denke, wir werden hier eher. Was ist denn das für eine geile Pyramide? Wir werden hier eher dann auf der 1.11.2 dann sitzen bleiben. Aber es macht nichts. Wie gesagt, solange wir an die ganzen Mods rankommen, ist das überhaupt kein Problem. So, schauen wir mal da rein. Ein Spinnennetz. Lava. Lava. Warum muss denn hier Lava rumhängen? Das finde ich gar nicht witzig. Soll ich spoilern? Ich spoilere mal ein bisschen. Mal gucken. Es kann ja auch sein, dass es dann auch gar nicht mehr entsteht, diese Geschichten. Wow. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit sowas. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass es hier noch das eine oder andere zu entdecken gibt, was wir noch gar nicht gesehen haben. Ist ja cool. Gefällt mir gut. Und das da hier zum Beispiel. Sowas hier ist prädestiniert für eine Random Restockable Crate. Weil wenn der erste dann gekommen ist und sich dann quasi hier alles genommen hat. Hey. So. So, ist ja wurscht. So, wenn wir es komplett geleert haben und der nächste kommt und sieht das hier, dann ist er ärgerlich. Ärgerlich ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist nicht unbedingt etwas, was man haben muss. Selbst wenn ihr nochmal eine zweite Crate ist und der erste es vergessen hat, es ist nicht unbedingt das Schönste. Ey, sieht ja so genial aus. Also, ich bin gerade fasziniert hier von dem Landschaftsgenerator, weil das gefällt mir gerade mal wieder saugut. Aber bevor ich hier zu viel Spoiler, gehen wir mal lieber raus. Was natürlich auch von ein Grisius. Okay. Was hier definitiv auch noch heftig sein wird, ist der Schwierigkeitsgrad der Mobs. Der ist deutlich angehoben. Da haben wir auch schon wieder was. Ja, also solche Sachen sollten dann eine Restockable Crate sein. So, wie gesagt, was hier definitiv der Fall sein sollte, ist, dass die Mobs einen deutlich höheren Schwierigkeitsgrad haben. So, da sehen wir schon die ersten entstehen. Und was ihr hier auch schon seht, ist, da steht ein Charge Creeper. Das wird nichts Ungewöhnliches für euch sein. Ihr werdet euch schützen müssen. Inwiefern ihr da noch ein paar. Ist ja gut. Ist ja gut. Die haben jetzt nicht mehr Leben oder sowas. Nicht, das ist nicht das Thema. Aber zum Beispiel die Skelette schießen schärfer. Oder genauer, es gibt ein paar Charge-Creeper.
Zombies können sich hochbauen und noch ein paar so interessante Ekelhaftigkeiten. Wir wollten das dann schon an der Stelle auch ein bisschen spannend gestalten, ne? Und eigentlich, dass sich auch zum Beispiel was, dass die Jungs dann hier eine Rüstungswert haben, jenseits von gut und böse, und dass hier ein paar Wutter-Skelette rumlaufen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ist völlig normal in dem Modpack. Das ist alles gut, keine Angst. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ist das dieselbe Pyramide? War ich da schon? Nein, da war ich noch nicht. Was denn das hier schon wieder? Ey, dieser Landschaftsgenerator und dieses Bundle, was wir hier zum Teil einsetzen, macht ganz merkwürdige, komische Dinge. Okay. Jetzt der Böse drum wäre. Nein, das ist schon alles ganz cool, aber. Oh, da steht ein Spawner, ein Bett und natürlich mal wieder eine Kiste. Gut, wie gesagt, Kisten möchte ich ganz gerne von solchen Gebäuden alle ausgetauscht haben gegen die anderen. So, da haben wir noch ein Wither-Skelett, echt? Ja, ein Wither-Skelett. Ab und zu fliegen auch mal ein paar Sachen durch die Gegend. Es sind von den bösartigen Mobs, glaube ich, keine neu dazugekommen. Nee. Wobei ihr von den Tieren, die ihr züchten könnt, musst auch ein bisschen Obacht geben. Nicht jedes davon ist auf Dauer euch wohlgesonnen. Da kann es durchaus mal ein bisschen Ausfälligkeiten geben. Ach, ein Totem. Ja, Magimods, das hat man auch schon mal erwähnt. Doch, also, ich muss sagen, mir gefällt ja schon ganz gut, was hier alles so entstanden ist. An dieser Stelle auch nochmal als, nennen wir es mal als Endwort. Genau, fangen wir mal mit dem Enddialog an. So, also Punkt Nummer A, wann das Modpack fertig ist, kann ich nicht sagen. Wir sitzen dran. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Unser Zieltermin ist Herbst diesen Jahres. Ja, ich sag sogar Herbst diesen Jahres dazu. Ich bedanke mich schon mal für alles, was bisher geleistet wurde. Von meinen Beta-Testern, von den Mod-Entwicklern, von den Leuten, die hier extra Mods geschrieben haben, von den Leuten, die die Mods angepasst haben, von denen, die getestet haben, die alles Mögliche ausprobiert haben. Wir haben auch ganz schön viel Spaß dabei gehabt, das muss man schon auch dazu sagen, ne? Aber manche Sachen sind schon ein kleines bisschen nervig. Oh, da hat wohl ein kleiner Wolf ein bisschen ein Problem gehabt. Kommt vor. Ich bedanke mich bei allen Mod-Entwicklern, die das überhaupt möglich gemacht haben. An Mojang natürlich dafür, dass sie das Spiel gemacht haben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir haben euch schon mal ein bisschen neugierig gemacht mit dem ganzen Thema. Wir werden in den nächsten Wochen immer wieder mal ein bisschen was zeigen, was sich vielleicht geändert hat. Oh, der Wolf greift gerade das Skelett an. Sehr cool. Machen wir weiter. Macht das Skelett fertig. Ja, anscheinend doch nicht. Sie spinnt vielleicht gerade. Der jagt wirklich das Skelett. Cool. Leg dich mit ihm an. Okay. Genug des Fremdschämens oder Fremdzuguckens. Ja, der Wolf hat das Skelett erlegt. Cool. Ja, es gibt hier viel zu entdecken. Das hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass wir dann gemeinsam viel entdecken. Wie gesagt, das wird dann wieder einen Community-Server dafür geben, auf dem dann auch ein paar Let's Player spielen. Wer braucht ihr mich nicht fragen? Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich habe zwar schon einige angehauen. Angehauen, nicht umgehauen. Ja, angehauen, genau, war das richtige Wort. Ob sie denn mitmachen wollen oder nicht. Ein paar haben schon ja gesagt. Ein paar haben gesagt, mal gucken. Und ich habe keine Ahnung, werden wir dann sehen. Machen wir uns auch keinen großen Kopf drüber, wer dann da kommt. Hauptsache, ihr seid dabei und wir haben einfach gemeinsam ein bisschen Spaß. Das ist auch, glaube ich, die Hauptsache. Das würde ich auch sagen. So, wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben. Die lese ich gerne, beantworte ich gerne. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüssi.